Einen guten Abend am Donnerstag. Es gibt viele Witze über die Ausstattung der Bundeswehr, die nicht richtig funktioniert. Aber dass ein Eurofighter gestern Nacht auf dem Landweg nach Kaufbeuren gebracht wurde, hat in diesem Fall nichts damit zu tun. Wie der Transport war und warum das Flugzeug überhaupt nach Kaufbeuren gekommen ist, dazu gleich mehr in der Sendung. Und außerdem haben wir auch noch diese Themen für Sie. Film ab nach dem Shutdown. Welche Regeln ab jetzt in den Kinos gelten? Jeder 10. Euro kommt aus dem Gesundheitssektor. Pflege als Wirtschaftsmotor. Und gemeinsam für ein besseres Gewässer. Wie an der Konstanzer Aach die Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt wird. Und auch beim Wetter geht's ums Wasser. Regen im ganzen Allgäu. Endlich wieder ins Kino. Nachdem die Leinwände jetzt 3 Monate lang wegen der Corona-Pandemie dunkel bleiben mussten, dürfen seit dieser Woche die Kinos wieder ihre Türen öffnen. Aber nicht alle Kinos machen schon wieder Programm. Ausgerechnet einige große Lichtspielhäuser warten noch ab, während kleine Kinos den Neustart kaum erwarten konnten. Anja Neuhauser und Manuel Gössel mit Popcorn, vielen Vorschriften und dem Unterschied zwischen groß und klein. Action, Romantik, Comedy und dazu natürlich Popcorn. All das hat es seit den Kinoschließungen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr als gemeinsames Erlebnis vor der Leinwand gegeben. Offiziell dürfen die Kinos seit dieser Woche wieder öffnen. Trotzdem wird das Cineplex in Memmingen erst in 2 Wochen wieder Besucher empfangen. Obwohl sich Theaterleiter Andreas Spitzhüttel über die Lockerungen freut, sieht er aufgrund der Maßnahmen die nächste Zeit eher kritisch. Die Folgen werden auf jeden Fall lang anhalten bei uns. Zum einen, weil die Leute Angst haben, wahrscheinlich ins Kino zu gehen. Und weil wir nicht mehr so viele Leute nebeneinander platzieren können. Also Normalbetrieb, vermutlich ohne Impfstoff, wird schwierig werden. Der Großteil der Mitarbeiter ist noch in Kurzarbeit. Einige mussten auch entlassen werden. Zurzeit beschäftigt sich das Team mit dem Lieferservice von Popcorn zu den Leuten nach Hause. Nach heutigem Stand öffnet das Cineplex erst am 2. Juli wieder seine Türen. Grund dafür ist vor allem das Programm, das aktuell noch nicht so angeboten werden kann wie zuvor. Also der Gedanke dabei ist der, dass es nur ein bisschen leichter wird, einfach von den Vorgaben. Und dass wir dann auch ein paar interessantere Filme bekommen, weil momentan auf dem Filmmarkt eigentlich nichts verfügbar ist, was die Leute ins Kino bringen könnte. Für eine Öffnung lohnt sich also der Aufwand noch nicht. Denn auch die Filmproduktion im Ausland läuft erst langsam an. Durch das strenge Hygienekonzept können nicht so viele Gäste rein wie sonst. Wegen der Abstandsregelungen können nicht alle Plätze im Saal besetzt werden. Nur jeder 2. Platz kann gebucht werden. Das regelt das System aber gleich vorweg bei der Reservierung. Es wird online gebucht und vor Ort dann mit einem Barcode eingecheckt. Im ganzen Kino gilt einschließlich des Kinosaals eine Maskenpflicht, außer wenn man Popcorn oder Getränke verzehrt. Auch das Programm wird sich im Vergleich zu der Zeit vor Corona verändern. Also vom Programm her ändert sich halt momentan, dass wir nicht so viele Filme zur Auswahl haben und dass wir zeitversetzt starten. Also bisher haben wir 6 Filme zur selben Uhrzeit gehabt und nun wird es halt so sein, dass ein Film jetzt immer im halben Stundenrhythmus quasi versetzt starten wird, einfach um die Leute hier ein bisschen zu entzerren. Bei Rudolf Huber schaut alles etwas anders aus. Er hat sein Kino in Türkheim gleich am Montag wieder geöffnet. Aktuell greift er noch auf seine Reserven zurück, um die Zeit, bis neue Filme anlaufen, zu überbrücken. Aber für mich war es wichtig, wenn man aufmachen darf, zum einen auch zeigen, wir sind wieder da, wir öffnen die Toren. Und ich habe auch festgestellt, die Leute, die mich oft auf der Straße angesprochen haben, Herr Huber, wann dürft ihr oder wann macht ihr endlich wieder auf? Habe ich schon gemerkt, die wollen auch wieder die Menschen. Und ich war ganz überrascht, ehrlich gesagt, am Montag, also diese Woche, wie der Zuspruch war. Also auch von der Besucherresonanz und vom Besucherinteresse war ich sehr, sehr angenehm überrascht. Normalerweise passen in den großen Saal 230 Leute. Jetzt dürfen nur noch 50 gleichzeitig rein. Im kleinen Saal liegt die Obergrenze bei 40. Platz wäre hier für 130 Besucher. Die genaue Platzanzahl hängt aber noch von den Reservierungen ab. Paare und Familien dürfen ohne Abstand zusammensitzen. Ein entscheidender Punkt für die Eröffnung war für Huber das familiäre Verhältnis mit seinen Gästen. Sein Kino lebt von den Stammkunden.
Er ist davon überzeugt, dass sich die Kinobesuche weiterhin durchsetzen werden. Es braucht nur noch etwas Zeit, bis sich die Leute wieder trauen. Ob sich die Öffnung der Kinos für die Betreiber trotz der vielen Auflagen rentiert, ist bisher noch schwer abzusehen. Wie genau der Kinoalltag in den nächsten Wochen tatsächlich aussehen wird, muss sich also erst noch zeigen. Großveranstaltungen sollen weiterhin nicht stattfinden. Nach dem Beschluss der Bundesregierung zunächst bis Ende Oktober. Das betrifft natürlich auch Fußballspiele und so auch das bayerische Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Memmingen und dem TSV 1860 München. Deshalb bereitet der FC Memmingen jetzt die Rückerstattung der bereits verkauften Karten vor. FCM-Präsident Armin Buchmann hofft aber, dass möglichst viele Kartenkäufer auf eine Erstattung verzichten und so den Verein unterstützen. Sollte der FCM alle Karten und die Sponsorengelder für dieses Spiel zurückerstatten müssen, würde das einen Verlust von 50.000 Euro bedeuten. Wie es mit dem Pokal überhaupt weitergeht, weiß man auch noch nicht. Wahrscheinlich ist, dass die Kandidaten für die DFB-Pokal-Hauptrunde per Losentscheid ermittelt werden. Das sind neben Memmingen und 1860 München noch Viktoria Aschaffenburg und die Würzburger Kickers. Mehr Nachrichten und das Allgäu-Wetter jetzt in Allgäu TV Kompakt. Ihre Oase für Körper und Seele im Allgäu. Wir sind spezialisiert auf Permanent-Make-up und Wimpernverlängerung. Ausgezeichnet für höchste Qualitätsstandards. Beauty and Nails in Kempten. Verwöhntermine innerhalb 48 Stunden. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck. Lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Kindertagesbetreuung in Zeiten des Coronavirus. Worauf wir alle achten müssen. Kinder, die Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen oder Temperatur haben, dürfen nicht in die Kita. Damit schützen wir uns alle. Beim Bringen und Abholen achten wir auf den Abstand zueinander. Betreuung in festen Gruppen mit festen Bezugspersonen. Die Beschäftigten tragen situationsbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung, vor allem wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Wir Eltern lassen kranke Kinder, auch wenn sie nur Schnupfen haben, zu Hause. Beachten das Abstandsgebot beim Bringen und Abholen. Betreten die Kita nur mit Mund-Nasen-Bedeckung. Unser soziales Bayern. Wir helfen zusammen. Herzlich willkommen bei Delta Möbel, Ihrem Spezialisten für Inneneinrichtung. Wir bieten eine reichhaltige Auswahl individueller Möbel. Für jeden Anspruch das Richtige, dank der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal. Besuchen Sie uns in unseren Häusern in Bubesheim und Leutkirch im Allgäu. Und nun die Kurznachrichten vom Donnerstag. Im Kemptener Stadtteil Leubers ist am Dienstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Das hat die Polizei heute bekannt gegeben. Am Nachmittag hatten sich die Täter Zugang über eine Kellertür verschafft. Zuvor hatten sie es offenbar erfolglos an der Terrassentür versucht. Gestohlen wurden zwei Rolex-Uhren, mehrere hochwertige Schmuckstücke und einige Marken-Damenhandtaschen. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehrere 10.000 Euro, der Sachschaden zusätzlich nochmal 8.000. Zur Tatzeit wurden in der Nachbarschaft zwar zwei männliche Personen beobachtet, näher beschrieben werden konnten sie allerdings noch nicht. Die Kemptener Kripo bittet um Hinweise. Schwertransport eines Eurofighters. Der Eurofighter, der gestern Nacht nach Kaufbeuren gebracht wurde, ist um 2 Uhr nachts unbeschadet am Ziel, dem Fliegerhorst, eingetroffen. Der rund 10 Tonnen schwere und fast 12 Meter breite Kampfjet startete gegen 20 Uhr vom Lechfelder Fliegerhorst aus ins Ostallgäu. Am 11. Mai war der Eurofighter in Lechfeld gelandet.
Der Luftweg nach Kaufbeuren war allerdings nicht möglich, weil die dortige Landebahn wegen Sicherheitsmängeln gesperrt ist. Zweimal musste der Transport in der Kaufbeurer Innenstadt stoppen. Eine Ampel war übersehen worden und musste noch schnell abmontiert werden. Beim zweiten Stopp war ein technischer Defekt an der Hydraulik des Tiefladers der Grund. Beide Probleme konnten jeweils innerhalb von rund 10 Minuten gelöst werden. Also wir sind von Seiten der Bundeswehr sehr zufrieden. Der Anfang war ein bisschen holprig, aber nicht aufgrund des Personals geschuldet, sondern aufgrund des Wetters geschuldet. Der Transport ist sehr, sehr gut verlaufen. Wir waren wirklich sehr, sehr gut in der Zeit gelegen. Eigentlich sind wir eine Stunde früher da als geplant und wir sind mit dem Transport und dem Ablauf sehr, sehr zufrieden. Der Eurofighter wird am Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe in Kaufbeuren als Ausbildungsmaschine dienen. In 5 bis 6 Wochen soll der Kampfjet den Lehrgangsteilnehmern zur Verfügung stehen. Vergangene Nacht hat in Oberstdorf ein 18-Jähriger im Vollrausch in einer fremden Wohnung geschlafen. Er hatte mitten in der Nacht an der Ferienwohnung geklingelt. Als ihm geöffnet wurde, legte er sich direkt ins Bett und schlief ein. Die Mieter konnten ihn nicht mehr wecken und riefen daher die Polizei. Als die Beamten ihn aus der Wohnung holen wollten, leistete der Betrunkene noch Widerstand und beschädigte das Polizeiauto. Jetzt muss er sich wegen mehrerer Delikte verantworten. Demonstration sicherer Hafen Kempten. Heute Nachmittag hat vor der Big Box in Kempten eine Demonstration des Bündnis Seebrücke Kempten stattgefunden. Anlass war die heutige Sitzung des Stadtrats um 16 Uhr, bei der die Entscheidung über den Antrag für den sicheren Hafen Kempten anstand. Würde sich die Stadt zu einem sicheren Hafen erklären, könnte das beispielsweise bedeuten, dass neben der Aufnahme von Geflüchteten auch die zivile Seenotrettung aktiv unterstützt wird. Das Bündnis Seebrücke hat zwar diverse Anforderungen an die sicheren Häfen verfasst. Wie weit eine Stadt mit der Erfüllung dieser Anforderungen geht, bleibt ihr aber überlassen. Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung, die sich im Juli 2018 gegründet hat. Sie setzt sich für ein offenes und solidarisches Europa ein, das Flüchtlinge aufnimmt, statt sich abzuschotten. Bis Redaktionsschluss war seitens der Stadt noch keine Entscheidung gefallen. Morgen informieren wir Sie aber natürlich, ob Kempten zu einem sicheren Hafen wird oder nicht. In Memmingen wird es ab September oder Oktober ein Jugendparlament geben. Das schreibt die Memminger SPD heute in einer Pressemitteilung. Dem Parlament sollen Vertreter der Schulen, des Jugendtreffs Splash und des Jugendhauses angehören. Es soll sich 4-mal im Jahr treffen und Anträge an die Stadt entwickeln. So sollen die Jugendlichen mehr an politischen Entscheidungen teilhaben können. Ja, und das waren die heutigen Kurznachrichten. Jetzt geht's weiter mit dem Wetter. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. Heute Nacht regnet es im gesamten Allgäu. Mancherorts zeigen sich aber ab und zu auch die Sterne. Uns erwarten Temperaturen von 12 Grad. Am Freitagvormittag bleibt es regnerisch. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 15 Grad. Der Regen hält sich auch am Nachmittag in allen Landkreisen. Nur im Raum Kempten zeigt sich ab und an die Sonne. Es bleibt kühl für Juni. Höchstens 19 Grad sind drin. Auch in den Bergen wird es regnerisch. Allerdings bricht zwischendurch auch mal die Sonne durch die Wolkendecke. Am wärmsten wird es am Gründen mit 14 Grad. Das Nebelhorn erreicht nur höchstens 8 Grad. Am Wochenende wird es einen Wechsel zwischen Sonne und Regenwolken geben. Es erwarten uns 16 bis 17 Grad. Der Wochenstart dagegen wird trocken und die Sonne zeigt sich bei um die 19 Grad. Bayerns Gesundheits- und Pflegebereich ist ein Wachstumsmotor für die Wirtschaft. Und das auch in der Corona-Krise. Gut jeder 10. Euro der bayerischen Wirtschaftskraft entsteht laut Gesundheitsministerin Melanie Hummel in dieser Branche. 1,2 Millionen Menschen in Bayern verdienen ihren Lebensunterhalt in der Branche. Und auch die Kommunen profitieren stark vom Gesundheitssektor. Eine aktuelle Studie soll das belegen, die ist allerdings vor Corona fertig geworden. Ein Thema jetzt in Corona in Bayern.
Die Gesundheitsbranche ist doch während der Corona-Krise Wachstumsmotor der Wirtschaft, so Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. Dafür braucht es aber auch Menschen, die dort arbeiten. In Bayern ist es so, dass im Bereich der Gesundheits- und Pflegewirtschaft jeder sechste Arbeitsplatz ist, sprich 1,2 Millionen Menschen arbeiten dort. Und jeder 10. Euro wird in dieser Branche in Bayern erwirtschaftet. Dieser Bereich ist vor allem auch für Bayern so wichtig, weil es nicht nur in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum die Arbeitsplätze gibt. Die Pharmaindustrie zum Beispiel ist eine der wenigen Branchen, die in den vergangenen Monaten weitergewachsen sind, zeigt auch der VBW-Index. Ab Montag dürfen Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Besuchern stattfinden, im Freien mit bis zu 200. Plätze müssen zugewiesen und markiert sein. Die Opposition kritisiert, die Lockerungen der Staatsregierung seien zu zaghaft. Keine klare Sicherheit, wann und in welchem Umfang und unter welchen Rahmenbedingungen wieder Kulturveranstaltungen stattfinden können. Das ist ein großes Manko. Damit kann die Kultur nicht planen. Damit findet Kultur auch in vielen Fällen nicht statt. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Wir brauchen jetzt einen klaren Stufenplan, wohin die Richtung geht, was wieder möglich ist. Es ist viel mehr möglich, als die Staatsregierung im Augenblick zulässt. Auch die FDP hätte sich andere Regelungen gewünscht. Hygiene- und Abstandsregeln, aber dann, wie viel in den Zuschauerraum passen, wie viel Zuseher und Zuseherinnen. Das liegt in der Entscheidung der Intendanz. Ich weiß, dass die Leute in die Theater wollen, in die Spielstätten wollen. Die wollen wieder Opern hören. Und da müssen wir das optimal ausnutzen. Vertrauen gegenüber den Veranstaltern ist angesagt. Laut Wolfgang Heubisch hätten in der Bayerischen Staatsoper in München zum Beispiel 500 statt 100 Zuschauer Platz mit Abstand. Der Sozialausschuss im Landtag hat heute über die Weiterentwicklung des Kinderschutzes diskutiert. Laut einer Umfrage der TU München habe jedes 10. Kind während der Corona-Krise Gewalt erfahren, so die SPD. Meine zentrale Forderung ist, einen Missbrauchsbeauftragten für einen besseren Kinderschutz in Bayern zu etablieren. Die Anhörung hat auch deutlich gezeigt, dass das durchaus wünschenswert wäre. So ein Missbrauchsbeauftragter wäre zum einen Ansprechpartner für Betroffene, aber auch Ansprechpartner für Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen, Kindertageseinrichtungen. Laut SPD sollen Jugendämter ein rund um die Uhr erreichbares Notfalltelefon bekommen. Ganz anderes Thema jetzt. Was machen Sie mit alten Möbeln, die Sie nicht mehr brauchen? Klar, Wertstoffhof oder Sperrmüll sind da immer eine Option, aber vielleicht haben wir jetzt noch eine Alternative für Sie. Und zwar das Landestheater Schwaben in Memmingen. Dort werden alte Möbel gesucht, Polstermöbel und Beistelltische. Die sollen nicht als Kulissen dienen, sondern Sitzplätze für die Zuschauer im Studio werden. Wenn Sie also schöne Sessel, Sofas oder Beistelltischchen im Vintage-Stil haben, die Sie loswerden möchten, das LTS in Memmingen freut sich über die Spende. Und wer weiß, vielleicht schauen Sie ja bei einer der nächsten Theateraufführungen in Ihrem eigenen Sessel zu. Einfach ein Foto per E-Mail schicken und das LTS holt das Möbelstück bei Ihnen ab. Die E-Mail-Adresse ist wildmann@landestheater-schwaben.de. Ja, was muss passieren, um ein Gewässer in einen guten Zustand zu bringen? Gleich erfahren Sie es. Bleiben Sie dran. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einen kleinen Snack. Kriege ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Und jetzt zweimal neu an der B12 in Isny Schweinebach und Kraftesried. Also wir machen jetzt eine Rehkeule. Dazu gibt es noch ein Brezenknödelsoufflé. Brezenknödelsoufflé mag ich wahnsinnig gerne. Ja, Bayern, Brezen, das ist wieder so ein Ding, wo man einfach damit aufwächst. Wir sind stolz, dass wir herausragende Qualität in Bayern vorfinden, gerade wenn es ums bayerische Fleisch geht, das absolut mit anderen Teilen dieser Welt auch mithalten kann. Absolute Qualität direkt aus der Heimat Bayern.
Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Der Treffpunkt für anspruchsvolle Genießer. Zeitgemäße regionale Küche mit allgäuerisch-bayerischen Spezialitäten in historischem Ambiente. Zum Stift. Gepflegte Allgäuer Wirtshauskultur mit Gemütlichkeit und Gastfreundschaft. Der viele Regen der letzten Tage hat in einigen Teilen Bayerns zu Hochwassern und Überschwemmungen geführt. Auch an der Konstanzer Ach bei Oberstaufen ist der Wasserpegel gestiegen. Dort hat man zudem aber noch eine ganz andere Baustelle: die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Bis 2027 soll die Ach in einen guten Zustand gebracht werden. Die Konstanzer Ach ist der Hauptzufluss für den großen Alpsee und beeinflusst somit auch dessen Gewässerzustand. Unbefriedigend, das ist das Urteil über den Gewässerzustand der Konstanzer Ach bei Oberstaufen. Anhand verschiedener Biokomponenten wie Fische, Kleinlebewesen und Pflanzen konnte diese Beurteilung gefällt werden. Seit 2017 arbeiten das Wasserwirtschaftsamt und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gemeinsam daran, den Gewässerzustand im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu verbessern. Dafür wurde ein gemeinsames Maßnahmenprogramm erstellt. Zur Verbesserung des ökologischen Zustands, sowohl vom See wie auch von der Ach, wäre es sehr sinnvoll und wichtig, die Ach wieder etwas renaturieren zu können. Dass man den Gewässerlauf zum Schlängeln bringt. Vor allem, dass mehr Uferschutzsträucher herkommen. Diese Uferschutzsträucher bringen für die Konstanzer Ach mehrere Vorteile. Erstens befestigen sie das Ufer. Das bricht nicht rein, bringt nicht Erde rein, Nährstoffe. Die Fische haben Unterstände, dass sie nicht von anderen Fressfeinden, also Hecht, gefressen werden oder Graureiher. Auch das Makrozoobentus, die Kleinlebewesen, haben Vorteile. Dann beschattet es das Gewässer. Somit ist weniger Pflanzen- und Algenwachstum. Das Licht fehlt ja. Dann kühlt es das Gewässer. Dadurch ist mehr Sauerstoff drin. Also die Ufersträucher, die wären das A und O hier, um die Qualität sowohl in der Ach zu verbessern. Und es hat natürlich auch Vorteile für den See. An der Hündlebahn in Oberstaufen hat man solche Uferschutzsträucher, sogenannte Struktur- und Landschaftselemente, bereits geschaffen. Dort ist der Flusslauf außerdem wieder geschlängelt, sodass die Fließgeschwindigkeit verringert wird. Ein Stück weiter hinten kann man noch erkennen, dass die Ach vor knapp 100 Jahren begradigt wurde. Das hatte damals vor allem den Grund, dass die Flächen so besser bewirtschaftet werden konnten. Nun will man das wieder rückgängig machen, auch für die Landwirte. Die Abflussgeschwindigkeit hat natürlich auch negative Einflüsse auf den Uferverbau. Das heißt, wenn die Abflussgeschwindigkeit so hoch ist, brechen zum Teil die Ufer mit ein und nehmen Bodenmaterial weg. Das heißt, die Landwirte haben einen Flächenverlust. Zudem können natürlich auch Nährstoffe durch die Flächenabbruchkante in das Gewässer gelangen. Sodass wir eigentlich schon möchten, dass zum Teil Strukturen, Landschaftselemente verbaut werden, die den Boden auch zusammenhalten. Und zum anderen das Geschlängelte, dass die Geschwindigkeit des Abflusses grundsätzlich reduziert wird in diesen Stellen. Für die Gestaltung der Struktur- und Landschaftselemente müssen die anliegenden Landwirte einen Teil ihrer Fläche hergeben. Das geschieht allerdings auf rein freiwilliger Basis. Für die verlorene Fläche erhalten sie entsprechende Ausgleichszahlungen. Aktuell befindet sich die genaue Gestaltung dieser Flächen noch in der Planung. So möchten die Ämter gemeinsam mit den Landwirten die Wasserqualität der Ach verbessern. Und Ziel ist, vorerst bis 2027 die Gewässer alle in einen guten Zustand zu kriegen. Ob wir das schaffen werden, selbst mit großer Mühe, ist die Frage. Aber dann muss man einfach weitermachen. Diese Landschaft und die Struktur der Gewässer ist in Jahrzehnte geschaffen worden. Und das kann man jetzt nicht so schnell wieder alles zurückbringen. Ja. Mehr zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie an der Konstanzer Ach erfahren Sie in der neuen Ausgabe unseres Landkreismagazins. Ja, und das sehen Sie ab heute Abend hier bei uns im Programm.
Für heute war es das. Das waren die Allgäu-TV-Nachrichten am Donnerstag. Morgen geht es um den längsten Tag des Jahres. Wir besuchen die Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren und lernen etwas über die Sommersonnenwende. Bis dahin, einen schönen Fernsehabend. Bleiben Sie gesund. Bis morgen und tschüss. Ich freue mich, dass Allgäu-TV schon viele Jahre hier vor Ort sendet und gratuliere Ihnen ganz herzlich zum 20-jährigen Bestehen. Mir gefällt immer in den Sendungen, dass sie von Menschen für Menschen in der Region gemacht sind. Und als Pressesprecher freue ich mich auch immer, dass sie über die regionalen Besonderheiten des Arbeits- und Ausbildungsmarktes berichten. Und natürlich gefällt mir auch die Kompetenz und die Engagiertheit der Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund werken und arbeiten und mir meine Arbeit erleichtern als Pressesprecher. 20 Jahre Allgäu-TV. Wir sind das Allgäu. Willkommen zu Plenum TV mit zwei Dauerthemen, die bei uns Bürgern immer mal wieder für Ärger sorgen. Thema Nummer 1, da geht es um den Einfluss von Dienstherren und Amtsinhabern bei der Vergabe von kommunalen Aufträgen. Auch bayerische Oberbürgermeister standen in der Vergangenheit ja immer mal wieder im Zentrum von Ermittlungen. Bei kommunalen Ausschreibungen sollte daher im Vergabeprozess mehr Gewicht auf Offenheit und Transparenz gelegt werden. Das Innenministerium empfiehlt allerdings die nicht öffentliche Behandlung solcher Ausschreibungen. Wo bleibt da die Transparenz? Deshalb haben wir im April diesen Jahres eine parlamentarische Initiative gestartet, um noch einmal den Gehalt dieses Schreibens klar zu machen und noch mal klar zu zeigen, wir wollen nicht aus München den Kommunen die Vorgaben machen. Es ist kommunale Selbsthoheit als hohes Gut zu beachten. Aber wir wollen schon, dass Transparenz herrscht, ja, dass Interessenskonflikte ausgeräumt werden. Dieses Schreiben hat mit Recht zu Irritationen geführt und ich meine auch, dass es rechtlich nicht haltbar ist, dass hier EU-Richtlinien falsch umgesetzt wurden. Persönlich bin ich der Auffassung, dass Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, die Öffentlichkeit hat auch einen Anspruch darauf, wie läuft ein Vergabeverfahren. Deshalb ist es gut und richtig, wenn die Öffentlichkeit über welche Kanäle auch immer, durch Bürgerbeteiligungsprozesse, durch Veranstaltungen, informiert wird. Das andere ist natürlich, man würde, wenn man alles transparent macht, Internas von irgendwelchen Firmen bekannt geben, verraten. Also da ist natürlich der Schutz der Persönlichkeit, der persönlichen Daten dann auch wieder entgegenzurechnen. Also ich bin ein Freund davon, transparent soweit geht, aber nicht um jeden Preis. Thema 2 befasst sich mit den Genehmigungen von Neubauten. Die dauern meist lange und es gibt viele Hürden. Ein Antrag fordert nun die Modernisierung der bayerischen Bauordnung. Weniger Bürokratie und geringere Kosten. Das soll eine Baugenehmigung sehr viel schneller machen. Deswegen wollen wir von der CSU und von der Staatsregierung den Weg gehen, dass man eine sogenannte Fiktion einführt. Das heißt, Antrag wird eingereicht, wenn 3 Monate nach Einreichen noch keine Nachricht da ist, dann gilt der Antrag als genehmigt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Fortschritt, um da besser voranzukommen. Glaube ich nicht, dass das ein geeigneter Weg ist. Ich bin selber ja, Juristin, Rechtsanwältin, war lange als Rechtsanwältin tätig, auch im Baurecht. Und man muss natürlich sehen, dass diese genaue Prüfung von Bauanträgen natürlich auch einen Grund hat. Nämlich, es gibt ja auch meistens Nachbarn und die möchten auch haben, dass ihre Rechte gewahrt werden. Ja. Ich bin der Meinung, wir müssen ganz, ganz schnell gerade bei der Nachverdichtung ein Fiktionsverfahren einführen. Das heißt, man reicht das Ganze ein, ist es nicht in einem gewissen Zeitraum negativ beschieden, dann ist es automatisch genehmigt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Vorschriften von der Energieeinsparverordnung, aber auch vom Brandschutz wieder auf ein vernünftiges Maß runtergefahren werden. Das kostet Unmengen Geld und wir müssen einfach auch schauen, dass wir vielleicht mit unseren ganzen Bebauungsplänen ein bisschen mehr Laissez-faire-Einstellung kriegen. All diese Bestrebungen, die laufen bereits, die wurden nicht von der AfD initiiert, sondern von der bayerischen Staatsregierung. Und dazu gab es im Übrigen letztes Jahr im Oktober schon eine Expertenanhörung. Und in dieser Expertenanhörung wurden alle Fragen geklärt, die jetzt von der AfD heute, also ein Jahr später, per Antrag als klärungsbedürftig bezeichnet werden. Deshalb hätte ich wohl eher da mit einem Augenzwinkern den Tipp an die AfD, man sollte halt in Expertenanhörungen nicht immer nur schnell vorbeischneien, sondern man sollte seine Arbeit machen, man sollte sich politisch hineindenken, hineinlesen, man sollte sich fachkundig machen, man sollte auch hingehen, wenn die Dinge besprochen werden.
Soweit Aktuelles aus dem Bayerischen Landtag. Plenum TV meldet sich dann in der kommenden Woche wieder. Das war Silvia Schneider für Allgäu TV.